Wir gehen halt an Schulen und vermitteln halt den Kindern was zum Klimaschutz. Ich habe gestern mit der 5. Klasse zusammen über den Klimawandel geredet und dann heute mit meinem Kollegen Karl ein Einzelprojekt über Energie gemacht. Die Experten sind junge Leute, die sind noch viel näher an den Kindern dran. Das macht sich dann auch bemerkbar. Sie kriegen andere Materialien, andere Methoden, sie können in kleinen Gruppen arbeiten. Also ich fand das jetzt ganz klasse, dass wenn jetzt so ein Expertenteam kommt und in kleinen Gruppen arbeiten kann, da haben die Kinder ganz andere Möglichkeiten. Ist auch mal eine Abwechslung zum Schulalltag. Also am meisten hat mir Spaß gemacht, als wir gestern mit der ganzen Klasse einzelne Vorträge gemacht haben und das fand ich sehr cool. Und für mich klang halt Konsum am spannendsten, weil wir da jetzt auch die Reise einer Jeans machen, wie die bei uns in den Laden kommt. Und ich finde das immer ganz spannend, weil man denkt da gar nicht dran, wenn man halt in den Laden geht und sich dann die Jeans kauft. So. Ich fand es sehr schön, mit den Kindern gleich zu gleich zu reden. Jetzt nicht im schulischen Sinne, dass sie irgendwie benotet werden für dieses Projekt, sondern dass sie sich wirklich frei entscheiden konnten, was sie machen wollten und worüber sie reden können. Also mir gefällt eigentlich recht alles hier, weil es halt auch sehr cool gemacht ist. Wir konnten uns halt aussuchen, was wir machen, weil in der Schule werden wir aufgeteilt, was wir machen. Da konnten wir uns gar nicht entscheiden. Und all das zusammen bringt nochmal einen ganz anderen Aspekt für die Kinder, viel lebensnaher, was man vielleicht im Unterricht nicht immer so bewältigen kann. Hängen geblieben ist mir, dass wir Menschen halt unsere Erde eigentlich kaputt machen und dass wir uns bessern sollten.